bin wieder da. Ja, aber wo waren Sie denn eigentlich? Das wollte ich Ihnen ja gerade erklären, aber wer sind Sie überhaupt? Ich bin du. Ich habe seit fast 2 Monaten kein Video mehr gemacht. Warum das? Ich hatte viel zu tun. Na gut, ich war meiste Zeit ziemlich faul und hatte keine Videoideen, aber ich habe auch andere Sachen gemacht. Zum Beispiel, ich war beim Miley Cyrus Konzert in der Wiener Stadthalle und das war der Hammer. Hier ein paar Eindrücke davon. We glowed, we changed our hearts in when we jumped, never asking why. We kissed, I felt under your spell, a love no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. Aber ich bin nicht nur kreischend zwischen 11- bis 16-Jährigen in der ersten Reihe beim Miley Cyrus Konzert gestanden. Nein, ich habe auch produktive Sachen gemacht. Ich habe nämlich mit meinen Freunden Paul und Denise einen Imagefilm gedreht. Sobald er irgendwo zu sehen ist, poste ich einen Link zu ihm auf meiner Facebook-Seite. Ich hoffe, ihr folgt mir dort bereits. Wenn nicht, warum habt ihr mich nicht lieb? Bei so viel Arbeit braucht man auch mal ein bisschen Zeit zum Entspannen, gemeinsam mit Familie und Freunden. Und was ist da besser als ein großes, traditionsreiches Feuer? Ich war dieses Jahr beim Sonnenfeuer am Unterberg. Hier ein paar Eindrücke davon. Das nicht traumhaft. Und jetzt? Location-Wechsel. Wir sind jetzt im Schneiderraum von Doomsday Films und schneiden gerade an dem Imagefilm, den ich gerade erzählt habe. Jetzt zu den Sachen, die ich in naher Zukunft mache. Dieses Jahr findet wieder das Summer Breeze im Triebwerk statt und diesmal werden 3 Filme von uns gezeigt und ein Film von unseren lieben Freunden Glashaus-Film. Am Donnerstag, den 3. Juli, wird von uns der frontale Gewinner Gänseblümchen gezeigt. Donnerstag, den 31. Juli, wird 42 gezeigt. Am Donnerstag, den 7. Juli, wird Sarah wird geliebt, habe ich auch mitgearbeitet, von unseren lieben Freunden Glashaus Film, von der Elena Schwarz, gezeigt.
Donnerstag, 14. August, wird Habanero gezeigt, unser Yuki-Gewinner. Und da gibt es immer viel leckere Sachen zum Essen, Grillerei und viel anderes Programm. Paul, kommst du? Natürlich! Danke. Gut. Zurück zu dir, Bönsch. Ja, das war's von dem Video. Ich verspreche euch, dass es dieses Mal nicht wieder 2 Monate dauert, bis ihr mich wieder seht. Bitte vergesst nicht zu subscriben, Daumen nach oben und zu kommentieren. Falls ihr andere Sachen gesehen wollt, wo ich mitgearbeitet habe, hier habe ich eine Playlist für euch zusammengestellt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin wieder da, ich gehe wieder aus. Ey.